Leute, viel zu lange habt ihr drauf gewartet. Nun ist es endlich soweit. Das Finale der Rocket League Saison, der ersten in diesem Jahr, ist gekommen. Im letzten Livestream hatte ich ja eigentlich schon vor, das Ganze aufzunehmen, aber aus irgendeinem Grund ist Rocket League da abgestürzt. Ich habe es nicht nochmal versucht, habe also entschieden, es kommt als normales Video wie sonst auch. Wie ihr schon sehen könnt, auch wieder mit Controller-Cam. Ich schiebe die mal, ja, ich lasse die mal da unten links. Mache die vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, wie ihr seht, Scooter gegen die Rovers. Ich hoffe, dass das Spiel nicht wieder abstürzt und wir ein reibungsloses Finale haben. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange und fangen direkt an. Also, seid bereit. Ich spiele im Anfield Stadion. Ich hoffe wirklich, dass das Spiel nicht wieder abkackt. Ja, perfekt. Scooter gegen die Rovers. Gut, dass sie mal gewonnen und mal verloren. Rovers 8-mal gewonnen, 2-mal verloren. TJ ist im Halbfinale rausgeflogen, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich habe mir diese Mühe nicht gemacht. Aber ich würde sagen, wir quatschen. Wie gesagt, ich glaube, wir konzentrieren uns etwa mehr aufs Spiel. Oh Gott, sieht das mit dieser Lackierung beschissen aus. Die hatte ich eigentlich noch eingenommen. Weil. Ah! Ich bin komplett raus aus dem Ganzen. Ich habe zu lange kein. Okay. Ich habe seit einer Ewigkeit keine Rocket League mehr gespielt, außer heute Morgen. Aber da hatte ich keine Zeit aufzunehmen. Ich meine, es ist zwar nicht keine Arbeit, weil ich mache ja alles immer uncut bis jetzt. Ja, aber naja. Ich muss wach werden, nicht im Dies-Das-Schule. Also von daher keine Zeit gehabt heute Morgen. Das waren zwei, drei schnelle Runden. Und da wollte ich mir nicht noch die Mühe machen und direkt ein Video aufnehmen, weil es sowieso erst heute um 21 Uhr kommt. Ich werde auch nochmal vorher ein kurzes Video dazu aufnehmen. Ohne den Spielstand zu zeigen. Das wäre ja so ein Spoiler-Alarm. Nein, also so einer bin ich nicht. Ich zeige den Spielstand nicht. Ja, das wird ein langes Video, denn der Abspann vom Finale ist ziemlich lang. Oh ja, okay, 1-0. GG. Ja, wie es den meisten vielleicht schon in dem ein oder anderen Fortnite-Video aufgefallen ist. Ja, habe ich umbenannt. Ja, von daher würde ich sagen, jetzt konzentrieren wir uns einfach mal aufs Spiel. Also so richtig aufs Spiel konzentrieren, ohne viel labern. So. Ja, ach, geil. Das war so einfach. Okay, Hollywood. Ja, das kann schon problematisch werden. Ja, okay. Ey. Oh, Hollywood, Wolfman. Ah, Mist, zu langsam. Uh-oh. Ah, Mist. Und wer eine schreibt es in die Kommentare rein, mit dem Bus wäre ich schneller gewesen. Das stimmt nämlich nicht. Man ist mit dem Bus nicht schneller. Man ist langsamer. Das habe ich selbst mal überprüft. Das stimmt wirklich. Man ist mit dem Bus nicht schneller, sondern langsamer. Es wundert mich auch, aber guckt euch die Geschwindigkeit mal an, wie schnell ich bin. Wenn ich das gerade machen würde. Okay, das war schon eine starke Reaktion gerade. Ja, okay. Alles klar. Könnte sein, dass auch heute um 22 Uhr. Eventuell. Ich sage eventuell. Es muss nicht sein, als könnte vor einem Video mal wieder mit dem guten alten Furchtlos Shot kommen. Der ja schon im vergangenen Livestream mitgespielt hat, wo er sich nicht unbedingt nett genommen hat. Also, für alle, die den Livestream gesehen haben. Ich glaube, oh doch, ich habe schon einen anderen Aufruf. Also von daher, für alle, die den gesehen haben. Ja. Ist bestimmt klar, was ich meine. Ja, und. Ach Gott. Wie ich das hasse, dass das so einfach ist. Okay. Weiter geht's. Ich habe schon wieder was angekündigt. Ich will mich aufs Spiel konzentrieren. Ah, Mann.
Ja. Man ist halt einfach schneller, ne? Ja. Aha, oh, Chi. Achso, Chi bei Hollywood. Oh, ich habe auf Hollywood vertraut. Wie nennt man das? Ich habe auf Hollywood gezählt. So. Ich meine, was ich so in vergangener Zeit gesehen habe, ist, dass er ein ziemlich guter Torwart ist. Also irgendwie ist er so mehr so einer im Fußball wie ich in Real Life. Er kann quasi irgendwie alles in gewisser Weise. Ich bin immer zu langsam. Das geht eigentlich deutlich schneller als mit dem Boost. Autsch. Ich verstehe es zwar auch nicht ganz. Wow, für einen Boost habe ich nochmal über so ein Feld rüber. Okay. Ach, Hollywood, ja, Hollywood. Oh. Ja, ah. Okay, ja. Ja, also. Es ist traurig, dass CJ schon im Halbfinale von uns gegangen. Oh, Scheibe. Ach, Wolfman, das ist jetzt nicht dein Ernst. Toll. Ganz tolle Leistung. Also, wenn die das jetzt auch noch ausgleichen, na dann. Der ist jetzt nicht ein erstes reingegangen, oder? Ist er so gut geflogen? Ja, okay, lol. Ach komm. Hier wollte ich doch veräppeln. Schwupp. Ja, okay. Ah. Okay, der war komplett gefailt gerade. 30 Sekunden noch, okay. Ja, komm, in den 30 Sekunden schaffen wir noch ein Tor. Ah, schade. Das wäre gut geworden. Mist. Schade. Schade, schade. Ja, nee. Das war's. 5 zu 2. Das Finale. Scooter, der Champion. 5-2 gegen die Rovers? Was war das jetzt? Die Rovers, ne? Ja. Und da konnte es ja ewig lange abspannen. Ich lese das jetzt nicht alles vor, aber ihr dürft euch das gerne angucken. Ja, das war alles in allem eine recht erfolgreiche Saison. Wir haben, wenn ich mich nicht irre, kein einziges Spiel verloren. Das eine oder andere Spiel war, glaube ich, recht knapp. Lol, da heißt einfach welche Backwurf. So wie der Backwurf-Park. Es gibt doch ganz viele Leute, die den gleichen Nachnamen haben, hier dreimal Davis. Das ist unglaublich. Unglaublich, wie viele hier mitgemacht haben. Wenn man sich das mal anguckt, wie viele Namen da stehen. Wahrscheinlich auch ganz viele unterschiedliche Nationen. Das habe ich trinke gerade was. Für die Leute, die sich gerade fragen, was das war. Ja, also wir haben es geschafft. Wir sind der Champion geworden. Gibt auch keine Musik dazu, wenn ich mich nicht täusche. Das ist halt einfach nur dieser Abspann dann und der Jubel im Hintergrund. Ja. Ich hatte die Musik sowieso ausgeschaltet mit Copyright. Wir sind ja gerade mal in der ersten Kategorie, wenn ich mich nicht täusche. Gott, wie viele Namen. Das könnte sich ja niemand merken. Takahashi, ne? Taylor.
Zusätzliche, ja. Lokalisierung, Enzyme. Bei den Enzymen kommen auch nochmal recht viele, glaube ich. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch schon mal in Rocket League eine Saison gespielt hat und gewonnen hat. Und dann mal, wie ihr eure Saison so fandet. Weil ich bin der Meinung, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, ich glaube, die Stufe Rekrut war ein bisschen zu leicht für mich. Also die nächste Saison, die auch, sorry, die demnächst starten wird, hoffe ich mal, da werde ich wahrscheinlich mal auf Profi stellen. Ich meine, das war ja viel zu einfach. Ich weiß nicht, ob ich die mit TJ machen werde oder alleine. Auf jeden Fall könnte es richtig spannend werden. Die Danksagungen an ganz viele Leute, die hier quasi ihre besten Sachen reingeschickt haben. Alles Mögliche. Epic Games ist auch dabei. Wer hätte es gedacht? Und ja, das war's mit diesem Abspann. Ja, seht ihr nochmal, alles mögliche Epic Games, DreamWorks Animation, Gott, sind das viele Sachen hier. Copyright, genau, All Rights Reserved. Junge. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt hier allein im Abspann verbracht haben. Das dürften auch so die 3-4 Minuten gewesen sein. Wie lang ist das denn? Lass das ab und zu mal bei mir auch durchlaufen, wenn ich privat meine Saison spiele. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bei OpenTTD mal sehen wollt, was ich so privat für Maps entwickle. Ich arbeite zurzeit an einer Map, die mittlerweile schon ziemlich verbaut wurde. Mit allen möglichen Regionallinien, Fernverkehr, alles Mögliche. Ja, Städte werden immer größer bei mir. Aber wir bleiben mal bei Rocket League. Ja, die ganzen na, Hymnen, die es gibt. We Speak Chinese schon ganz oben. Das, was halt ich benutze. Weil ich finde. Ja, We Speak Chinese ist eigentlich recht gut. Also, gefällt mir zumindest. Schreibt mal, wenn ihr Rocket League spielt und eine Hymne habt, welche euch davon gefällt. Kann auch eine gekaufte sein. Okay, das sind wirklich viele. Epic, okay, Blue. My Train. Gold. Weiters. Und das war's tatsächlich. Das war's mit dem Abspann unserer Rocket League Saison. Ich bin auch normal Schüler, es ist immer so, dass man automatisch da ins Hauptmenü kommt. Das war das Finale gegen die Rovers, welches wir gewonnen haben. Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Rückblick in unsere ganze Saison. Angefangen hat das Ganze gegen die Seekers, gegen die wir 4 zu 2 gewonnen haben. Also, ja, doch schon ein bisschen unsicher. Der zweite Spieltag haben wir 6-0 gegen den Express gewonnen. Danach 8-0 gegen die Dragons. 7-0, oh, gegen die Rovers. 2-1 gegen die Kings, das ist das, was ich gesagt habe. Es gab auch Matches, die knapp waren. 8-1, okay, gegen die Bombers, das war jetzt nicht unbedingt das. Ja, keine Ahnung, was sind. Das war jetzt zu weit. 4-0 gegen die Skyhawks. Heiliger Bimbam. Okay, Skyhawks hat eine ziemlich blamierende Saison. Die haben kein einziges Mal gewonnen. Ja, okay, kann man machen. 5-0 gegen die Mavericks, die haben. Okay, die sind 8. auf der Tabelle. 2-1 gegen die Cyclones. Ja, das war auch schon wieder knapp. Dann nochmal. Okay, 12-0 gegen die Seekers, warum nicht? Und dann von gerade eben das Finale. Gegen die Rovers 5 zu 2. Und dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Schon wieder eine Viertelstunde lang geworden in dem Abspann. Ich würde sagen, haut rein. Das war diese Saison.
und bis dann.